Als nächstes wollen wir uns mit Windprofilen beschäftigen. Das heißt also, wie sieht das Angebot des Windes, der Windgeschwindigkeit in unterschiedlichen Höhen aus und welchen Einfluss hat die Umgebung auf die Windgeschwindigkeit, insbesondere natürlich auf Nabenhöhe. Das erste, was man braucht, ist die sogenannte logarithmische Höhenformel. Logarithmisches Höhenprofil oder Höhengleichung, die Auskunft gibt jetzt in der untersten Luftschicht, der sogenannten Prandtlschicht, die wir in einem vorherigen Video schon besprochen haben, die einfach sagt, wie entwickelt sich die Windgeschwindigkeit in unterschiedlichen Höhen. Das lässt sich also wie folgt erstmal mathematisch darstellen. Wenn wir wissen wollen, wie groß ist die Geschwindigkeit des Windes in einer Höhe H2, dann braucht man dazu eine Geschwindigkeit in der Höhe H1, die gemessen wird. Typischerweise Wetterstationen liefern Windgeschwindigkeitsdaten auf 10 Meter Höhe und die kann man nutzen, um mit hinreichender Genauigkeit die Windgeschwindigkeit dann hochzurechnen innerhalb der Prandtlschicht bis zu einer Höhe von ja, ungefähr 60 Meter, vielleicht 100 Meter, lässt sich das hinreichend genau darstellen. Also wir kennen die Windgeschwindigkeit auf der Höhe H1, multiplizieren das mit dem natürlichen Logarithmus der Höhe H2. Davon ziehen wir noch einen Grenzschichtparameter ab, das gucken wir uns gleich an, dividieren das durch die Rauigkeitslänge, dividieren das dann nochmal durch den natürlichen Logarithmus von H1 minus D dividiert durch Z0. Also das ist das logarithmische Höhenprofil mit dem Parameter D. Das ist der sogenannte Grenzschichtparameter. Der so ein bisschen die Umgebung berücksichtigt, den Einfluss von Hindernissen. Der kann also bei wenigen Hindernissen, wenn wir jetzt wenige Hindernisse haben um die Windenergieanlage herum, wenige Hindernisse, dann kann man den annähernd auf 0 Meter setzen, verschwindet dieser Parameter. Ansonsten ist noch eine weitere Möglichkeit, diesen auf ungefähr 70% der Hindernishöhe abzuschätzen. Also wenn man Hindernisse hat, also mit Hindernissen, das finde ich alles sehr grob zu rechnen, also dann ist D ungefähr 0,7 oder 70% mal der Höhe eines Hindernisses, Hindernishöhe. So lässt sich das darstellen. Dann haben wir noch das Z0, das ist die sogenannte Rauigkeitslänge. Die typischerweise, dass die Umgebung so ein bisschen widerspiegelt, also steht die Windenergieanlage an der Küste mit wenig Hindernissen, im glatten Gelände, steht sie auf dem Meer als Offshore-Anlage oder steht sie in den Mittelgebirgen mit viel Wald. Da gibt es entsprechende Vorgaben oder Definitionen, wie groß die Rauigkeitslänge ist in Abhängigkeit der Oberflächenbeschaffenheit. Vielleicht mal so ein paar Zahlen. Wenn wir jetzt offshore sind, dann also auf dem Meer, dann ist das Z0, die Rauigkeitslänge, klein, sagen wir mal. Also das ist dann tatsächlich 0,0002 Meter. Also das ist quasi offene See. Haben wir jetzt offenes Gelände, oder Weidelandschaften, irgendwelche Geländegebiete, die jetzt einen schwachen Bewuchs haben, dann ist die Rauigkeitslänge Z0
ja, 0,03 Meter, also vergrößert sich. Und wenn wir dann in Richtung von ja, rauerem Gelände kommen, man also, ich nenne es jetzt mal Kulturlandschaften hat, landwirtschaftliche Nutzfläche, dann wächst das Z0 an im Bereich, das ist dann schon sehr raues oder raues Gelände, dann sind wir im Bereich von, ja, 0,2, 0,1 Meter. Also das heißt, da haben wir entsprechend große Werte. Kommen wir dann in den Wald zum Beispiel, das vielleicht noch als Beispiel, weil auch das ja in der Windenergie diskutiert wird. Der Wald als dichter Waldbewuchs, da sind wir tatsächlich bei 0,8 Metern. Also da müssen natürlich dann die Windenergieanlagen entsprechende Höhe haben, damit die Rauigkeitslänge einen vernachlässigbaren Einfluss hat. Wie stellt sich das nun grafisch dar, wenn wir also nun mal diesen Verlauf dieses logarithmischen Höhenprofils mal ja, visualisieren? Was bedeutet das, wenn wir jetzt also auf die Y-Achse die Höhe mal einzeichnen? Das ist jetzt also die Höhe über dem Grund. Und auf die X-Achse tragen wir die Windgeschwindigkeit auf. So, mache ich hier nochmal. Das ist jetzt die Windgeschwindigkeit V. Und ja, starten jetzt mal. Also, haben jetzt hier 0 Meter pro Sekunde. Also keine Windgeschwindigkeit, damit man es besser lesen kann. Also hier soll die 0 sein. Hier sind wir bei 5 Meter pro Sekunde. Und hier sind wir dann bei 10 Meter pro Sekunde. Und wir haben jetzt hier auf der Y-Achse die Höhen. Das wir jetzt hier bei 50 und hier bei 100 Meter sind, also innerhalb der unteren Luftschicht, der Prandtlschicht, die ja ungefähr bis 100 Meter geht, dann lässt sich das jetzt so darstellen, wenn wir jetzt also anfangen mal mit der Situation, dass das Z0 die Rauigkeitslänge sehr klein sein soll, das D, den Grenzschichtparameter vernachlässigen wir jetzt hier mal an der Stelle. Wie sieht das aus? Dann wächst die Geschwindigkeit tatsächlich sehr schnell an. Also wir haben hier dieses logarithmische Profil, das wir jetzt hier mal sagen. Also wir sind hier, diesen logarithmischen Verlauf mal darstellen, dass also die Windgeschwindigkeit sehr schnell anwächst durch die Höhe. Liegt aber daran, dass dann irgendwann der Einfluss der Hindernisse nah am Boden schnell ja, vernachlässigt werden können. Das ist jetzt also das Beispiel hier mit Z0 klein, weil klein natürlich dann Werte sind, also offenes Gelände 0,03 Meter zum Beispiel. Alternativ machen wir das mal in einer anderen Farbe. Wie sieht das jetzt aus, wenn wir eine höhere Rauigkeitslänge haben, also jetzt Bewuchs haben, landwirtschaftliche Nutzung etc.? Wie verändert sich das dann? Das führt dann dazu, dass die Windgeschwindigkeit bodennah kleiner ist, also nicht so hoch ist wie bei einer Rauigkeitslänge, also offenem Gelände. Und dass wir dann hier dann aber sehr schnell auch in diese Richtung kommen. Das heißt also, die Windgeschwindigkeit ist dann hier auf 100 Metern ungefähr gleich groß. Das heißt, hier ist das Z0 jetzt, ich nenne es jetzt mal groß, also eine Kulturlandschaft zum Beispiel. Also, was ist der Unterschied? Wir sehen hier, dass bei einer höheren Rauigkeit, also wenn wir jetzt hier irgendwelche Buschwerk haben, irgendwelche Bäume, wenn wir das mal hier in Blau machen, in Rot machen als Beispiel zur Visualisierung. Also das führt dazu, dass die Windgeschwindigkeit bodennah natürlich geringer ist durch die Abschattung, durch die Turbulenzen, dass aber dieser Einfluss schnell kleiner wird, die Windgeschwindigkeiten steigen und wir dann auf Nabenhöhe, die hier dann bei 100, 120, 130 Meter liegen, der Einfluss bodennah immer kleiner wird und wir dann damit entsprechende Windgeschwindigkeiten erreichen, die dann für die Windenergieanlage relevant sind. Das Problem bei dieser Beschreibung ist, dass diese Gleichung tatsächlich nur bodennah
mit hinreichender Genauigkeit funktioniert und eine Gültigkeit hat. Also im Bereich 60, 70, 80 Meter, also bei 100 Meter wird es schon langsam ungenau, weil wir dann ja auch in dem Übergang sind, der Prandtlschicht zur Ekmanschicht, also von den bodennahen Luftschichten zu den höheren Luftschichten, die dann von den Turbulenzen, den bodennahen Turbulenzen unbeeinflusst oder unbeeinflusster sind. Was man tatsächlich mittlerweile verwendet in der Windenergie, dadurch, dass die Turbinen ja im Bereich von 120, 130 Meter sind, also gerade in dem Übergang von der Prandtl- zur Ekmanschicht, ist die sogenannte Hellmann-Gleichung. Diese Hellmann-Gleichung wollen wir uns auch einmal ansehen. Also die Hellmann-Gleichung. Hat eine ähnliche Form. Und zwar gilt bei der Hellmann-Gleichung, dass die Geschwindigkeit in einer Höhe h2 gleich die Geschwindigkeit auf der Höhe h1 ist, multipliziert. Jetzt haben wir dann h2 durch h1 hoch dem Hellmann-Exponenten Alpha. Also Alpha ist der Hellmann-Exponent. Auch der hängt von der Bodenbeschaffenheit ab. Also sind wir bodennah oder offshore, wie ich das mal nennen, dann tragen wir es vielleicht mal hier oben in diese Tabelle noch mit ein bei der Rauigkeitslänge. Also das Alpha bei offshore ist im Bereich von 0,06 ungefähr, also sehr klein, 0,06. Währenddessen wir bei Alpha wächst dann an auf Werte von 0,3, 0,4. Also wir sind bei Kulturlandschaften vielleicht, ich sag mal hier ungefähr im Bereich von 0,2. Das hängt natürlich immer stark dann von der Art der des Bewuchses ab und von der Bebauung. Tatsächlich lässt sich, wenn man jetzt diesen Grenzschichtparameter, wenn der 0 ist, lässt sich dieser Hellmann-Faktor auch über die Rauigkeitslänge berechnen. Also das Alpha lässt sich darstellen als, das ist das Verhältnis, der natürliche Logarithmus aus, etwas kompliziertere Gleichung, Wurzel aus der Höhe h1 mal der Höhe h2, also der Messhöhe multipliziert mal der Höhe der Windenergieanlage, typischerweise dividiert durch die Rauigkeitslänge z0. Und das Ganze wird dann nochmal hoch minus 1, also umgedreht. Also diese Gleichung zur Bestimmung des Hellmann-Exponenten funktioniert ganz gut, solange also bei d gleich 0 Meter, also wenn der Grenzschichtparameter vernachlässigt werden kann. Die Hellmann-Gleichung hat den Vorteil, dass sie etwas genauer ist bei Höhen über, 100 Meter. Das heißt, die Größenordnung, die jetzt heute für moderne Windenergieanlagen interessant sind, also im Übergang von der Prandtl- zur Ekmanschicht, da unterschätzt die logarithmische Höhenformel die Windgeschwindigkeiten. Das kann über die Hellmann-Gleichung etwas besser, etwas genauer ermittelt werden. Wobei für eine Ertragssimulation auf sehr hohem Niveau, also ein Gutachten für die Ertragsberechnung von Windenergieanlagen, da geht man dann noch anders vor. Wichtig, denke ich, für die, alltägliche Anwendung sind diese Gleichungen tatsächlich vollkommen ausreichend. Also die Hellmann-Gleichung, die logarithmische Höhenformel, die lassen sich sehr gut verwenden für eine hinreichend genaue Abschätzung. Das reicht natürlich nicht aus, um damit dann ein sehr genaues Ertragsgutachten mit wenigen Prozenten Abweichung oder einem geringen Fehler zu betrachten. Ich denke aber für den Normalgebrauch reicht das vollkommen aus, mit dem logarithmischen Höhenprofil oder der Hellmann-Gleichung zu arbeiten. Wir sehen nun die Turbulenzbereiche aus, wenn wir nun Hindernisse vor einer Windenergieanlage haben. Auch das wollen wir uns noch einmal anschauen und visualisieren. Machen wir folgendes Beispiel. Also wir haben jetzt hier die Oberfläche.
haben jetzt hier hinten unsere Windenergieanlage. Hier vorne steht ein Hindernis. Machen wir das mal hier einfach als Klotz. Mal machen wir das mal, damit es ein bisschen klarer wird. Das mal, damit es von den Dimensionen passt, mal zwei Kästchen hoch. Müssen hier wieder noch ein bisschen die Linie verlängern. Also das hat jetzt hier die Höhe H. Und dann müssen wir uns mal zählen. Das ist 1, 2, 3, 4, 5 mal H, 6, 7, 9, 10 mal die Höhe, 11, 12, 13, 14, 15-facher Höhe und 16, 17, 18, 19, 20. Hier soll jetzt unsere Windenergieanlage stehen. Dann machen wir hier mal den Turm. Mit den Rotorflügeln. So, und jetzt die Frage, wie macht sich jetzt dieses Hindernis hier vorne bemerkbar, wenn diese Windanlage jetzt nicht hier hinten bei 20-facher Höhe stehen würde, sondern näher dran. Wozu führt das? Dadurch, dass der Wind jetzt von links weht, führt das jetzt zu einer Reduktion der Windgeschwindigkeit durch Turbulenzen. Wir haben einmal hier vorne, also ich nenne das jetzt mal minus 2H. Also hier vorne geht das los, dass hier, ich mache das mal in einer anderen Farbe, also hier jetzt Turbulenzen entstehen, die dazu führen, dass die Windgeschwindigkeit hier vor reduziert werden würde. Das ist natürlich jetzt für unsere Windenergieanlage erstmal irrelevant für das Objekt, ob das jetzt ein Gebäude ist oder natürlich irgendwelche Bäume, zum Beispiel Wälder. Dann ist es so, also bis 20-fache Höhe spürt man die Auswirkung oder kann man die Auswirkung der Turbulenzen nachweisen. Wenn man das mal hier jetzt einzeichnet, also dieses Turbulenzgebiet, das wächst an und zwar bis zur doppelten Höhe des Objektes. Da sind also wirklich starke Turbulenzen zu spüren. Das heißt, wir landen irgendwo hier. Wobei darüber hinaus natürlich auch durch die Verwirbelung es zur Turbulenzen kommt und dann fällt das hier ab, bis wir dann hier hinten bei 20-fachen Höhe als Abstand nichts mehr oder quasi keinen Einfluss mehr haben und dass hier diese Höhe hier, das sind 2H, jetzt hier bei der Höhe H unseres Objektes. Man kann jetzt auch noch abschätzen, wie groß der Einfluss ist durch diese Turbulenzen. Deswegen habe ich diese Punkte hier auch mal markiert bei 5, 10 und 15-facher Höhe unseres Objektes, sodass man jetzt also bei der 5-fachen Höhe als Abstand tatsächlich eine Reduktion der Windgeschwindigkeit spürt. Also ich schreibe das mal auf hier, Windgeschwindigkeit. Die Reduktion der Windgeschwindigkeit und daraus resultieren dann, also auch über die Turbulenzen, die entstehen, dann die Reduktion der Windleistung. Also was passiert da? Wir sind bei 5H, sind wir bei minus 17% Reduktion der Windgeschwindigkeit, was dazu führen kann, dass also bis zu 43% Reduktion beim Windertrag sind. Wir haben bei 10 Metern ungefähr 6% weniger Windgeschwindigkeit. Das führt dann zu einer Reduktion von ungefähr minus 17%. Und bei 15 Metern sind wir immerhin noch bei minus 3% und entsprechend dann minus 9% Reduktion der Windgeschwindigkeit. Das heißt also, bei der Planung eines Windparks gilt es, das zu berücksichtigen. Das heißt also, neben dem Standort und der Standortoptimierung der Windenergieanlage muss die Umgebung sehr genau berücksichtigt werden. Dazu zählen natürlich auf der einen Seite Hindernisse, aber auch Hügel oder andere
topografischen Objekte, die dazu führen können, dass es zu Turbulenzen kommt und die Windgeschwindigkeit entsprechend reduziert werden kann. Das lässt sich relativ gut abschätzen. Dennoch bei einer genaueren Betrachtung mit einer entsprechend hohen Genauigkeit der Ertragsprognose muss natürlich das sehr exakt und dreidimensional erfasst werden, wie die Windgeschwindigkeit beeinflusst wird von den umliegenden topografischen Objekten. Als letzten Aspekt wollen wir uns noch ansehen, wie wirken sich Nachlaufströmungen von Windturbinen aus auf den Energieertrag einer Windanlage. Also wenn der Wind jetzt so auf einen Windpark anströmt, dass sich die Windenergieanlagen gegenseitig im Windschatten stehen und es dadurch zu einer Reduktion der Windgeschwindigkeit kommt, das lässt sich ja empirisch relativ gut ermitteln mit einer hinreichenden Genauigkeit. Wenn man das sehr genau braucht für eine sehr hohe Güte einer Ertragsprognose, braucht man natürlich entsprechende Simulationstools, die die Aerodynamik der Luftströmung berücksichtigen können. Dennoch mit einer empirischen Gleichung lässt es sich ganz gut bewerkstelligen. Wir wollen uns das mal ansehen, quasi aus der Vogelperspektive, wenn wir von oben auf eine Windenergieanlage schauen. Das heißt, wenn wir also hier unsere Gondel und haben jetzt aus der Draufsicht unsere Rotorflügel, die jetzt hier entsprechend diesen Durchmesser haben. Hier quasi von der Draufsicht hätten wir dann den Turm. Und der Wind strömt jetzt hier mit der Geschwindigkeit V1 auf die erste Windturbine. Und wir haben dann in einem gewissen Abstand eine zweite Windturbine, die also genau im Windschatten steht. Auch hier soll der Turm einmal angedeutet werden als ausgefüllter Kreis. Und was passiert nun? Also diese Windenergieanlage hier vorne greift natürlich jetzt den Wind ab. Das führt dazu, dass hier im Nachlauf die Windgeschwindigkeit reduziert ist, bis ja, dann diese reduzierte Windgeschwindigkeit hinten auftrifft. Was noch passiert ist, dass sich einfach aerodynamisch oder strömungsmechanisch dieser Bereich der reduzierten Windgeschwindigkeit auffächert, also breiter wird. Auch das ist eine Folge der Strömungsmechanik. Also wir wollen uns jetzt Folgendes mal ansehen oder definieren. Wir haben hier diesen Abstand, den Durchmesser Groß D unserer Windenergieanlage, also das Doppelte der Rotorflügellänge. Und wir wollen den Abstand zwischen den beiden Anlagen, den wollen wir jetzt mal hier mit X bezeichnen. Das ist der Abstand zwischen den beiden Windenergieanlagen. Und nun lässt sich mit einer empirischen Gleichung bestimmen, wie groß die Windgeschwindigkeit ist, die die hintere Windturbine spürt. Anführungszeichen, also wie groß ist die Windgeschwindigkeit? Einmal beobachtet man Folgendes, dass jetzt hier im Nachlauf es zu einer Auffächerung kommt. Das heißt, also wir haben jetzt hier eine ja, Verbreiterung dieses Bereichs oder dieser Bereich vergrößert sich, bei dem wir eine geringere Windgeschwindigkeit haben, nämlich V2. Dieser Abstand hier oder dieser Durchmesser, dann nehmen wir ihn mal D2 oder ja, D2 für die zweite Windenergieanlage, ergibt sich aus folgender Gleichung. Wir gucken uns gleich nochmal an, wo das herkommt. Das ist also der Durchmesser, der reguläre Durchmesser unserer Windenergieanlage D plus, und dann haben wir hier 2 mal K mal X, währenddessen jetzt das K sich ergibt aus diesem Dreieck hier. Also wenn das jetzt hier die Länge 1 ist, hier haben wir den rechten Winkel, dann ist das hier die Länge k. Also im Prinzip in einem rechtwinkligen Dreieck haben wir hier die Hypotenuse, die Ankathete, Gegenkathete. Hier haben wir jetzt diesen Öffnungswinkel, der sich hier ergibt. Und dann ist das die Gegenkathete k. Das ist dann dieser Öffnungswinkel, der sich entsprechend ergibt. Jetzt lässt sich die Windgeschwindigkeit hinten an der hinteren Anlage tatsächlich
auch empirisch ermitteln. Auch das wollen wir uns nochmal einmal ansehen, wie sich das berechnen lässt, ohne dass man jetzt diese Gleichung auswendig lernen sollte. Man muss nur wissen, wo man sie findet. Also die Windgeschwindigkeit V2 ist gleich die Windgeschwindigkeit, die wir vorne an der ersten Windenergieanlage beobachten oder messen. Und jetzt haben wir eine etwas kompliziertere Gleichung. Das ist also 1 minus, nochmal die Klammer auf, 1 minus und dann kommt eine Wurzel, 1 minus CT von V1. CT ist der sogenannte Schubbeiwert, den gucken wir uns gleich nochmal einmal an. Also das ist jetzt hier die Wurzel. Dann müssen wir hier die Klammer einmal schließen, multipliziert mit 1 plus, dann haben wir hier das x, den Abstand zwischen den beiden Windenergieanlagen, multipliziert mit Alpha. Alpha ist der Hellmann-Exponent, dividiert durch den Durchmesser unserer Windturbine, also durch das d und das hoch minus 2 und dann schließen wir noch die große Klammer. Also eine etwas kompliziertere Gleichung. Also wir haben jetzt gesehen, dass Alpha, das ist unser Hellmann-Exponent. Dann haben wir das CT von V, das ist der Schubbeiwert. Eine Größe, die von der Windgeschwindigkeit abhängt und von der Turbine. Also es gibt für verschiedene Turbinentypen der Hersteller gibt es entsprechende CT- oder Schubbeiwert-Kennlinien. Die sehen, ja, mal grob skizziert, also wenn wir das mal hier ganz, ganz grob skizzieren, wie so der Verlauf aussieht, wenn wir jetzt hier das CT auf die Y-Achse und die Windgeschwindigkeit auf die X-Achse zeichnen, dann geht das, lass mal hier sagen, wir sind hier bei 5, 10, 15, 20 Meter pro Sekunde. Also wirklich nur ganz grob, dann starten wir irgendwo bei einem Wert von, lass mal hier sagen, hier ist 0,5 und oben hier ist 1. Schauen wir mal vielleicht hier oben noch hin. Also hier ist der CT bei 1. Dann starten wir ungefähr bei ja, 0,9, ungefähr hier. Bleiben dann konstant bis ja, ungefähr 10 Meter pro Sekunde, also ungefähr bis hier und beobachten dann einen sehr steilen Abfall, sodass wir dann bei 15 Meter pro Sekunde unter 0,2 landen und dann irgendwie diesen Verlauf haben. Also das ist jetzt so der typische Verlauf dieses, dieses Schubbeiwerts, der beginnt dann bei 2 oder 3 Meter pro Sekunde, also der Einschaltgeschwindigkeit der Windenergieanlage und ja, abhängig jetzt von den Geschwindigkeiten, die wir beobachten, lässt sich jetzt also mit dem Schubbeiwert der vorderen Energieanlage, mit dem Einfluss des Abstandes der Umgebung über das Alpha, lässt sich dann bestimmen, wie groß ist die Windgeschwindigkeit, die wir dann hier im hinteren Bereich spüren, die natürlich dann kleiner ist als die Windgeschwindigkeit, die wir an der vorderen Anlage spüren. Und über diese empirische Gleichung lässt sich dann ermitteln, ja, wie groß ist denn der Windschatteneffekt, wenn der Wind jetzt entsprechend weht oder auch etwas schräger weht, dass diese die hintere Anlage immer noch im Windschatten hier mit diesem Windkegel steht. Käme der Wind von unten, also hätten wir jetzt hier haben wir jetzt ja Westwind, hätten wir jetzt Südwind, dann würden die Windanlagen natürlich gedreht stehen. Die würden sich nicht gegenseitig beeinflussen, dann gäbe es also keine Windschatteneffekte. Das heißt also, bei einer ja, vereinfachten Ertragsberechnung mit der Kenntnis der Windgeschwindigkeit und der Windrichtung lässt sich aber tatsächlich auch schon bestimmen, wie groß der Windertrag der hinteren, der verschatteten Windenergieanlage ist. Im Detail muss es natürlich exakter simuliert werden, aber ich denke, für eine hinreichend gute Abschätzung des Windertrags, was man erwarten kann an einem Standort, für einen Windpark mit 2, 3 oder mehr Windenergieanlagen, kann man mit dieser empirischen Gleichung eigentlich ganz gut arbeiten. Natürlich unter Berücksichtigung, dass wir dann die Windgeschwindigkeit der Windenergieanlage, die hier vorne steht, natürlich auch nochmal die Hellmann-Gleichung oder die logarithmische Höhengleichung verwenden, um aus der Geschwindigkeitsmessung bei 10 Meter Höhe dann zu bestimmen, wie groß ist denn die Windgeschwindigkeit entsprechend auf Nabenhöhe.